Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Miris Deep Hackle Talk, Folge 6. Willkommen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wie versprochen, habe ich inzwischen ein Poncho angefertigt in demselben Grün, in dem ich den Hexagon-Pulli gemacht habe, aus Folge 3. Und genau. Das hier war die Wolle, Narco, Super Lamb, 50% Wolle und 50% Acryl. Und hier habe ich noch andere Wolle mit reingehäkelt. Und zwar Sockenwolle. Sockenwolle in einer sehr hohen Qualität, in einem witzigen Farbverlauf mit beige, gelb, weiß, Herbstfarben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Was ich hier heute trage zum neuen Vlog, zur Feier des Tages. Ein schöner grüner Poncho mit Rollkragen. Den kann man, wenn es richtig kalt ist, auch hochklappen und dann steht der so schön steif, dass da wirklich auch, dass man sich so rein verstecken kann. Aber jetzt ist es nicht so kalt, also muss ich das nicht machen. Er ist noch nicht ganz, ganz 100% fertig, weil mir blöderweise ganz kurz vor Ende der Runde die Wolle ausgegangen ist. Ich weiß gar nicht genau, hier kann man es sehen. Hier habe ich angefangen und hier ist mir die Wolle ausgegangen. Das heißt, mir fehlen hier noch, ja, überschlagen 10, 10 Granny Squares. Wobei ich sehe, ich habe hier unten in den letzten Reihen gar nicht mehr Granny Squares gemacht, sondern V-Stäbchen, den V-Stich. Genau, weil ich wollte, dass das so ein bisschen ausflattert und nicht wirklich rüscht, aber so, ja, ein bisschen in die Richtung geht. Verspielt, verspielt. Also, genau, das ist so das neue Stück. Ich habe gedacht, wenn man da jetzt noch eine Kapuze dran machen würde, dann würde das so ein bisschen an Rotkäppchen erinnern. Eigentlich auch ganz, ganz cool. Ja, sehr gemütlich, sehr bequem und schnell von der Hand gehäkelt. Geht schnell von der Hand. Genau. Okay. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Bei welchem Datum? Welchem Datum? Also wenn nach Adam Riese, also am 19. September, ich glaube, das ist morgen. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video erscheint, deswegen bin ich gerade etwas. Ich kann nicht wirklich das jetzt spontan im Kopf ausrechnen. Aber am 19. September um 19 Uhr gibt es eine Häkelrunde, die ich anbiete. Die ist öffentlich, die also öffentlich im Sinne von jeder ist herzlich eingeladen, der Interesse an diesem Thema hat. Und zwar auf Zoom, ein Live-Event. Geht eine Stunde und ihr könnt euch da einfach eintragen in meinen E-Mail-Verteiler und dann bekommt ihr eine Einladung mit dem Zoom-Link. Und dann könnt ihr euch da einloggen und wir treffen uns da alle und häkeln und stricken zusammen oder machen irgendwas anderes, malen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch gegenseitig kennenzulernen, zu vernetzen und bringt einfach eine Tasse Tee mit. Ich führe euch durch den Abend, mache ich sehr gerne, ich freue mich schon drauf und bin sehr gespannt, wer da von euch noch der ein oder andere dazu stößt. Ich zeige euch mal, was ich in den letzten Tagen und Wochen noch geschafft habe. So, bei diesem wunderschönen, super mollig warm Oversize Pullover, Jacke, Cardigan, wie sagt man das eigentlich? Also es gibt ja, ist das eine Jacke? Weil ich finde Jacke, damit verbinde ich nicht unbedingt so ein Strickstück. Naja, also Häkelstück, häkeln. Ich habe das gehäkelt. So, da habe ich jetzt die Knöpfe angebracht. 5 Stück. Einer hier, einer da, einer da, einer da, einer da. Und es sind so Holz-Kokosnuss-Knöpfe, die so ein bisschen dreidimensional gewölbt sind. Und ich sag euch was, ohne Knöpfe, dieser Pullover, überhaupt keine Form. Und ich glaube, also ich fühle, dass der immer noch nicht so ganz fertig ist, weil ich hier oben im Kragenbereich ist der einfach zu locker. Der braucht hier noch mehr Halt. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich den hier oben noch einstiele. Also ist er noch nicht im Shop. Dementsprechend
noch, hängt ja hier noch und liegt hier noch rum und wartet, bis er wieder mal dran ist. Aber ich denke, ich werde mich schon noch mal dran setzen, denn spätestens im Winter kommt er natürlich dann auch in den Shop. Wenn es höchste Zeit ist, auch so schöne warme Sachen anzuziehen. So, das dazu, das habe ich geschafft. Ich habe aber noch mehr geschafft. So, also das hier ist ja wohl, kann sich ja wohl mal sehen lassen, oder? Eine riesengroße Shoppingtasche aus Omas selbst gehäkelten Topflappen. Das ist ein Patchwork-Projekt und aus 100% Baumwolle. Also sehr robust und kann auch heiß in der Waschmaschine gewaschen werden. Sollten da Flecken dran kommen oder ähnliches. Ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand, so eine Tasche. Die steht auch schon mal auf dem Boden rum und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hiermit auf dem Wochenmarkt ein großes Aufsehen erregt. Diese Tasche habe ich angefertigt, es war eine Auftragsarbeit. Und der Auftrag war, es muss eine ganz große Tasche sein, wo ganz viel Sellerie reinpasst und Orangen und ja, alles, was man eben so braucht im Leben. Das ist die Tasche. Insgesamt 20 Topflappen sind hier verarbeitet. Ich zeige es dir nochmal ein bisschen näher. Ich wollte ganz bewusst, dass die Muster sich ein bisschen abwechseln. Deswegen habe ich manchmal auch einen Topflappen auf links gedreht, weil ich finde, dass es hier eigentlich kein links und rechts gibt. Hier schon, bei dem hier gibt es eine ganz klare Vorderseite. Aber bei diesen Exemplaren hier sieht die eine Seite so ein bisschen aus wie Pilzköpfe. Und die andere Seite, finde ich, hat auch ein sehr schönes Muster. Genau, von der anderen Seite sind das nämlich lilane Pilze, sage ich jetzt mal. Das sieht wirklich sehr pilzartig aus, oder? Ich kenne selbst diesen Stich oder dieses Muster nicht. Hier ist auch nochmal ein gestricktes Quadrat. Zeig mal die andere Seite. Hier ist die andere Seite. Also das hier ist mein persönlicher Lieblingstopflappen. Der gefällt mir sehr gut. Der ist auch wirklich ein berechtigter Topflappen. Manchmal sind Topflappen nämlich so überhaupt nicht als Topflappen einsatzfähig, weil sie überhaupt nicht so dicht sind. Und dann macht das ja alles keinen Sinn. Ne? Die müssen ja schon vor Hitze schützen. Ja! Was denkt ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Ich muss sagen, im Einsatz habe ich diese Tasche ja noch nicht gesehen. Aber so vom Wohlfühlgefühl, wenn man sie einfach nur über die Schulter geschwungen hat, ist es auf jeden Fall... Hätte ich da noch irgendetwas besser machen können, ist die Frage. Also ich gebe ihr mal eine 9, weil ich weiß ja nicht, ob da noch Potenzial ist. Es ist ja meine erste Tasche. Mit Sicherheit kann man da noch einige Prozesse optimieren. Aber ich finde es schon mal gut. Es war auch eine Herausforderung, die ganzen Teile zu verbinden. Ich wusste nämlich nicht so genau, wie ich das am schlauesten mache, weil manchmal sind die Stiche ja unterschiedlich groß. Und ich habe das mit einem weißen Baumwollgarn gemacht und zwar einem etwas dünneren Baumwollgarn als dieser 8-4. Ich habe eine 4-4 genommen, also was heißt 4-4? Das heißt, dass 4 Fäden miteinander versponnen sind. Das ist dann ein etwas feineres. Ich hole das mal kurz für. Hier mal der direkte Vergleich. Die 8-4er oben, das ist die hellblaue. Die ist natürlich breiter als die vierfach gesponnene. Das ist die vierfach gesponnene. Das sieht man aber wirklich jetzt irgendwie in der Kamera nur ganz, ganz leicht. Das muss man fast erraten. Aber so in echt sieht man das ganz deutlich. Vielleicht sieht man das so besser, dass die hier einfach total viel dünnere Fäden als diese hier hat. Na gut. Warum habe ich das mit der dünneren verbunden? Weil man mit der dünneren Baumwolle leichter durch die Maschen kommt. Denn bei einigen Topflappen sind die Maschen sehr, sehr, sehr eng. Das war zum Beispiel bei der
rosanen so. Da waren die Maschen sehr, sehr eng. Da konnte ich gar nicht durch die Maschen durch. Also wer auch immer das gehäkelt hat, Chapeau, das war Feinstarbeit. Also ihr seht schon, man muss sich da was einfallen lassen. Ich bin dann gar nicht durch die Maschen gegangen, sondern ganz unten durch die etwas größeren Lücken des Häkelstücks. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Hier bin ich einfach durch die ganz großen Lücken durchgegangen, als ich angefangen habe mit dem Griff. Okay, so viel dazu. Diese Tasche, das ist die Shaggy-Tasche. Die ist auch in meinem Shop. Natürlich ist dieses Einzelstück nicht mehr erhältlich, weil es eine Auftragsarbeit war. Aber wenn euch das gefällt, dann mache ich sowas gerne nochmal. Ihr seht ja hier hinter mir, hier liegen noch ganz viele Topflappen. Und das ist auch schon mein Schwenk zum nächsten fertigen Projekt. Denn, genau, ich stelle die mal, ich lege das mal nach hier hinten, dann könnt ihr die fertigen Projekte alle sehen. Damit angefangen, diese Teile zu verbinden. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, das sieht so geil aus. Ich wollte nämlich eine Decke daraus machen, und zwar so einen Überwurf, den man eben über das Sofa drapieren kann als Sitzschutz. Zum Beispiel auch in der Küche. Wie cool wäre denn sowas in der Küche auf der Küchenbank oder so? Also, ist natürlich noch nicht alles miteinander verbunden, weil während ich das hier angefertigt habe, kam der Auftrag rein, eine Topflappentasche anzufertigen. Das könnte man fast auch schon zur nächsten Topflappentasche verarbeiten. Man müsste nur diesen Teil mit diesem Teil verbinden. Und dann wäre das quasi der Boden. Also es ist ein bisschen improvisiert. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Vielleicht kann man das auch irgendwie so verbinden und das ist der Boden. Naja, okay, auf jeden Fall ist das schon ziemlich viel Arbeit, was hier drin steckt. Stundenweise habe ich diese einzelnen Patches, also Topflappen, miteinander verbunden. Und ich sage euch, das ist eine Herausforderung, weil die passen auch von der Größe her nicht alle so gut zusammen. Also muss, und auch von der Farbe. Also ist natürlich schön, wenn die sich auch von der Farbe nicht alle so wiederholen, sondern eine mal mit der Blume und dann hier oben noch eine Blume ist, ne? Zum Beispiel, wenn sich das so ein bisschen verspielt im ganzen Muster wiederfindet. Ja, also ich bin jetzt wie viel Prozent ich jetzt fertig bin, weiß ich nicht, aber mir ist die Tasche, wie gesagt, dazwischen gekommen und dadurch, dass ich die Tasche jetzt gemacht habe, fehlen mir für große Überwurfdecke 20 Topflappen. Und dann gibt es noch eine ganz andere Herausforderung, nämlich viele oder einige der Topflappen sind rund. Und bei solchen Runden kann man die ganz gut als Quadrat umhäkeln. Also man muss dann die letzte Runde, das habe ich auch dann selber per Hand nochmal gemacht. Das war nämlich eigentlich ein dunkelblauer Topflappen, letzte Runde dunkelblau. Und ich habe dann mit Weiß hier rumgehäkelt, dass der quadratisch wird, der Topflappen, damit der in die Decke reinpasst. Versteht ihr? Genau, das habe ich bei dem Nachbarn hier auch gemacht. Der hat auch eine weiße Umrandung bekommen, damit ich die irgendwie verbinden kann. Damit die sich hier gut hineinflechten lassen ins große Ganze. Allerdings, habe ich auch solche Topflappen und das sind die mit 9 Ecken. Ich kenne dieses Muster nicht, aber es kommt häufiger vor und ich habe lange überlegt, wie ich die jetzt in diese Häkeldecke hineinbekomme, weil ich kann aus 9 Ecken nicht 4 Ecken machen. Das sieht nicht schön aus. Aber einer von euch hatte die hervorragende Idee, dass man einfach so tut, als wäre es ein Quadrat und die Blume Blume sein lässt und dann
eine dreidimensionale Blume quasi mitten im Muster wiederfindet. Sprich, würde dann ungefähr so aussehen. Man verbindet dann einfach hier unten von Seite zu Seite und die Zacken von der Blume stehen etwas über. Ich finde die Idee sehr gut. Ich habe allerdings noch nicht damit beginnen können, weil ich die Tasche gerade erst fertig bekommen habe und Auftragsarbeiten sind immer höchste Priorität. Ich guck mal. Also so viele Topflappen habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte 100 Stück gekauft. 100, könnt ihr euch das vorstellen? 100 Topflappen. Minus 20 für die Tasche sind noch 80. Also ich habe noch 80 Topflappen. Das reicht aber nicht für so einen großen Überwurf. Wollt ihr mir nicht einfach ein paar Topflappen spenden? Schickt mir doch mal was rüber. Ich habe mir so fest vorgenommen. Ich habe mir so fest vorgenommen, dass ich jetzt keine Topflappen mehr kaufe, weil ich nämlich abseits der Topflappen noch eine andere Sache gemacht habe. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das mal machen muss. Und zwar habe ich mir richtig, 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 richtig viel Wolle gekauft. Unnormal viel Wolle. Für einen super, 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 super unwiderstehlichen Preis, meiner Meinung nach. Und jetzt bin ich gerade dabei, auch ganz viel dieser Wolle wieder zu verkaufen. Das ist gerade so ein bisschen mein anderes Side-Project hier in meinem Atelier. Ja, vielleicht mache ich da auch noch mal eine Folge, aber jetzt gerade bin ich noch dabei, das Ganze zu sortieren und irgendwie selbst mal einen Überblick zu bekommen, was das alles ist, weil es sind echt Säcke voll Wolle und ich muss da erstmal reinschauen und mir einen Überblick verschaffen. Und es sieht aber sehr gut aus. Ich habe auch schon Angora gefunden und Mohair und Schurwolle und wirklich feinste Sachen, handgesponnen. Und davon ist auch schon einiges in meinem Ebay-Shop gelandet. Wenn euch das interessiert, schickt mir einfach eine Nachricht, schreibt es in die Kommentare oder geht auf meine Homepage und schickt mir da eine Nachricht. Oder bei Instagram, ihr könnt mich auch bei Instagram finden, auf Facebook könnt ihr mich auch finden. Tretet einfach mit mir in Kontakt, lasst uns in den Austausch gehen oder kommt am 19. September in die Häkelrunde. Ich würde mich sehr darüber freuen. Hab ja doch noch was gemacht in den letzten Wochen. Als meine Schwester zu Besuch war, habe ich dieses Gäckchen angefertigt, ist aber noch nicht ganz fertig. Und zwar wollte ich mal eine kürzere Version machen. Und die Ärmel sind noch nicht ganz fertig. Die Ärmel, die sind nicht ganz gleich lang, kann das sein. Und ich glaube, hier muss noch, ich weiß nicht, da muss noch ein bisschen was ran. Ich finde das schöner, wenn die so sind. So. Wenn ich das jetzt so ein bisschen ziehe, dann geht's. Aber ich weiß nicht, muss ich den blocken? Würde das schon reichen? Also, so ganz ist es noch nicht fertig, weil die noch nicht ganz gleich lang sind und ich wollte noch einen Knopf anbringen in der Mitte, dass man den so zumachen kann. Finde ich irgendwie total passend. Ich glaube, ich nehme so einen hellen beigen Knopf. Ich glaube, der ist zu klein. Der ist zu klein. Ja. Also, so ganz bin ich noch nicht zu 100% fertig, aber zu 80%. Genau. Und wenn der fertig ist, kommt er auch in meinen Shop. Ich finde, das ist total schön mit den bunten Elementen, die hier so durchblitzen. Ich finde, das macht total gute Laune. Auch, dass der so, ich sag mal, farblich asymmetrisch ist, also nicht ganz, dass die beiden Seiten nicht ganz gegengleich sind. Finde ich auch cool. Habe ich anders angefangen. Da ist ein bisschen lila drin noch. Lilane Wolle mit allen möglichen Regenbogenfarben. Und viel Schimmer dazwischen. Also ein richtiger Universum Crop. Cardigan. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Danke euch fürs Einschalten.
Bis zur nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert meinen Kanal, liked diese Folge, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt was in die Kommentare. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Miri.